Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Windcraft. Und ich bin mal offscreen wieder nach Olux gelaufen. Ist ja jetzt nicht so lange der Weg. Hat nur so ein bisschen unübersichtlich immer da im Sumpf. Aber ich finde, das haben sie auch echt gut gemacht mit dem Sumpf, dass man da so richtig, ja, so richtig immer einsinkt und es ist so ein ungemütliches Terrain. Also, ich finde das echt gut gebaut, so unangenehm es ist, aber so muss, finde ich, auch ein Sumpf irgendwo sein. Weil ansonsten ist das ja einfach nur Disneyland. So, ich habe jetzt hier immer noch Black Veil. Ja, damit kann ich jetzt auch nichts mehr anfangen. So, Call of the Void. Das ziehe ich an, denn das ist. Und das hier. Was mache ich mit dem ganzen Krempel? Was mache ich mit dem ganzen Krempel? Verstopft mir jetzt nur das Inventar irgendwie. Moment, ich wollte erstmal hier. Oh, und jetzt will der wieder Platz im Inventar haben. Das gibt's ja gar nicht. So. Das Ding hier kann ich verkaufen. Das gibt auch nur 30 Emeralds. Das ist nun wirklich nicht so viel. Und die Dinger kann ich halt leider nicht verkaufen. Ach, hier habe ich ja noch was. Unidentified. Gucke ich mir das erstmal an. Weil. Naja, aber ich glaube nicht, dass das besser ist als das, was ich jetzt habe. Ich glaube, den Helm, den ich jetzt habe, den werde ich relativ lange behalten. Ach, nochmal Capstone, okay. Jetzt habe ich den zweimal. Na gut. Was soll's? So. Dann kriegt der mal einen Capstone. 48 Emeralds. Ah, das ist schon lächerlich fast. Kann ich denn jetzt hier was machen? Jawohl. Okay. Irgendwie mal das Zeug hier wegschmeißen. Also ich werde das jetzt auch nicht irgendwie hier Black Veil. Also ich werde das auch nicht irgendwie behalten, weil was soll ich damit? Ich brauche das wirklich nie wieder. Schätze ich mal, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das jemals wieder brauchen werde. Deshalb schmeiße ich es weg. Und dann gucke ich in das Questbuch. Und es war hier 52. Ja, 52 ist das Niedrigste. Und wir müssen Anast finden in Olux. Hier gibt es ja einige NPCs. Wo ist denn der Anast? Hier ist Detective Heart. Und ist da vielleicht in so einem Häuschen drinnen? Ich kann es nicht ohne Koordinaten machen. Jetzt geht wieder das übliche Spiel los. Finde den NPC. So, 555. 183. 183. Okay, das ist viel weiter. Die Richtung. Mehr so da hinten in der Ecke. Das sieht doch gut aus. Der ist ja so ein bisschen abseits, aber es ist ja auch relativ groß. Naja, die haben auch innerhalb der Mauern dann ihre Felder angelegt. Das ist ja auch vernünftig, weil außen im Sumpfgebiet, da wird das nicht so funktionieren. Und das hier haben sie wahrscheinlich trocken gelegt, den Bereich hier, damit sie hier überhaupt was anbauen können. Okay. Und Anast, du bist hier so. Du bist ein Farmer vielleicht? Wie kann ich dir helfen? Grrr. That's no good. Lying, cheating, thieving. Grrr. You. Help me out over here. You aren't doing anything important right now.
Stimmt. And this is urgent. You see the crop fields all around me? Or maybe the places where there's supposed to be crop fields. Maybe that'd be more fitting with their states. They were growing slower than normal this year, but it was nothing strange till some whack job salesman rolled into town. He goes spouting off about some kind of miracle fertilizer that can make any plant grow twice as fast. Everyone was oohing and aahing, so we all bought a batch or two, at least. I sprinkled mine over the fields and, well, you can see just how amazing it worked for yourself. The police in this town are useless, and he flat out refuses to give me any kind of refund. And I'm pretty sure I've seen him trying to poison my water too. That Dubis fellow is crooked through and through, I tell ya. I want you to go talk to him and try to get me the refund I so desperately deserve. I paid 20 emerald blocks for it all. If you come through with this, we'll split it 50-50, got it? And try to bring back some evidence too in case he ever plays dumb again. Check the market stalls around town for the guy. I forget which one Dubis was at exactly, but he's around somewhere. Okay, also, der hat irgendein Wundermittel verkauft und dann sind hier, okay, dann ist das hier ein bisschen eingetrocknet und hier wächst gar nichts mehr. Eieiei. Ist ja gut, meine Fresse. Okay, die Polizei hier, die ist wirklich zu nichts zu gebrauchen, wenn hier dauernd irgendwelche Oger durch die Stadt laufen. Boah, und der ist auch relativ schnell. Und da platzt er in der Luft. So. Okay, ich glaube, ich habe den Dubis schon mal gesehen. Aber es hieß doch irgendwie, dass das zusammenhing mit dem Warlock, der da hinten begraben ist, den wir ja beim letzten Mal besucht hatten. Also seinen Geist vielmehr. Und dass dadurch dann irgendwie, ja, keine Ahnung, dass die Armut und die Verzweiflung über diese Stadt kam. Aber, okay, das mit dem Dubis, das ist dann wohl was anderes. So, ich hab den doch schon mal gesehen. Da ist er. Genau, hier habe ich ihn gesehen. So, was hast du den Leuten hier für einen Quatsch verkauft? Aber hier sieht's ja noch irgendwie ganz gut aus, das Feld. Naja, vielleicht haben's doch nicht alle gekauft. Also, was hast du hier angerichtet? Good day to ya. What is it you're beneeding from old Dubis stock? Gar nix eigentlich. Oh goody, another traveler sent from that idiot farmer. I swear, this is the 8th time now. Since he obviously ain't gonna be listening to me anytime soon. Let me tell you what the issue is with my fertilizer. Nothing. My fertilizer really does work. He probably exaggerated how good I said it worked too. What he said, say twice, three times the growth, more. All the other farmers are using it right now and look at their fields. Heck, I think the only reason these crops and that is because of my product. You know why? Next time you pass a farm, take a good whiff of the water, maybe a sip or two. If you can manage, it'll be smelly and bitter. The crops, when I got here,
were looking pathetic as you get. I ain't a gambling man, but I'd be willing to bet something's up with the water here. The smell gets worse the closer you get to the crypts in town. And while I ain't a native onlooker, I've heard enough to know the wellspring is in the cave near there. It'll probably be best for everyone if you took a look-see. Maybe if you find some evidence, you can show that crazy farmer have him quit pestering me. The cave is on the little hill next to the crypt. Careful you don't go tripping over gravestone now. Okay, aber hängt das jetzt mit dem Warlock zusammen oder nicht? Hat der Warlock oder das in sein Grab oder so, hat das irgendwie das Wasser vergiftet? Ich weiß es nicht. Also next to the crypt. So, hier ist ja der Eingang zur Gruft. Ach, vielleicht da links oben. Da war ich noch nicht. Hier auch mal ein bisschen umgucken. Hier ist ja so ein kleiner Friedhof. Oben war ich noch nicht. Ich guck auch mal ins Questbuch, nicht, dass ich irgendwas falsch mache. So, go to the Wellspring Cave near the Orlux Crypts. Okay, da ist ja sogar sind Koordinaten. So. Dann guck ich mal hier hoch. Und hier ist die Höhle. Und wie passend, dass es gerade Nacht wird, dann kann ich hier sowieso in die Höhle. Okay, da sind gleich mal Decaying Cores. Ja, das sind schon irgendwie lauter Leichen. Vielleicht ist das das Gift von den Leichen. Und hier fließt das Wasser und das fließt dann, ja, das geht dann alles ins Grundwasser. Wo? Okay. Die sind jetzt noch nicht so wirklich stark, die Gegner. Also da sind ja draußen in den Sümpfen die Gegner stärker. Aber was ist das hier? Scavenger Beetle. Okay. Was ist das denn hier mit dem Slime? Na super, jetzt habe ich ihn. Erstmal weggeschleudert. Okay, hat der irgendwie einen Pfeil im. Nee, was hat denn der im Kopf stecken? Das muss ich mir nochmal angucken, wenn ich nochmal einen treffe. Schon wieder beschossen. Okay. Ich habe noch gar nicht den anderen Weg erkundet. Auf der anderen Seite. Moment, Questbook Update, da stand doch noch was. Da stand doch noch was. Search inside the cave to find the problem with the water. Ja, ja, okay. Das ist ja schön und gut, aber... Was könnte denn hier das Problem sein? Diese Schleimdinger? Oder halt einfach alles zusammen? Oder es gibt noch wirklich ein... Ein größeres Problem. Vielleicht einen Endboss. Wow, es ist... Ach du Scheiße, ist das groß hier. Yay. Schätze mal, da drüben wäre ich auch runtergekommen.
Boah, wo muss ich denn hier hin? Da ist ein großer, ein richtig großer Stein. Da, der Typ, der hat doch ein Messer im Kopf stecken. Das haben sie aber echt cool gemacht. Ja, der hat auch wieder ein Messer im Kopf stecken. Irgendwie ist der Spot hier, wo ich stehe, ziemlich dämlich. Hier kommen dauernd neue Mobs. So, erstmal hier ein bisschen Platz schaffen. Und ich glaube, als nächstes müsste ich dann auch mal beim nächsten Level Up müsste ich dann mal wirklich auch wieder auf Mana gehen, weil Mana ist dann doch wichtig. Okay, eine goldene Hose. Naja, die ist jetzt wirklich nicht so toll. Okay, aber irgendwie habe ich hier jetzt noch nicht so richtig... Ach doch, Questbook updated. Was ist denn jetzt das Problem? Kill the giant slime and show Anas the slime's remains as proof of Dubes innocence. Okay. Gut. Aber was sind diese Slimes? Ich meine... So, das ist also der Slime-Boss. Okay, kein Mana. Okay. Okay. Ich muss mal hier hoch. Ja, habe ich den Großen jetzt besiegt? Er sieht so aus, aber ich kann nichts einsammeln, wenn natürlich mein Inventar voll ist. So. Ich habe... Nee, keine Ahnung. Ich dachte schon, ich hatte so einen Slow-Buff. Da liegt der Schleim... Ding rum. Das Item, das brauche ich, glaube ich. Das hier? Ich weiß es jetzt gar nicht, was von den Dingern ich einsammeln soll. Meine Güte. So, aber das kann es ja nicht sein, weil das lassen ja alle fallen. Hm. Ich weiß jetzt echt nicht, welches Item hier gemeint ist. Ich weiß ja nicht, wo der das hat fallen lassen. Ich müsste hier mal irgendwas... Boah, ist das... Das ist fies. Also eigentlich habe ich... Das jetzt ja gemeistert, aber... Irgendwie doch nicht. Oh je. Ich musste einfach warten, bis der Große wieder spawnt. Oder ist der... Okay, aber irgendwie... Irgendwie gehen mir die jetzt langsam auf den Zeiger hier. So, aber der Große, der ist doch, der ist da unten.
Irgendwie funktioniert der Heiltrank jetzt auch mal gerade überhaupt nicht. Jetzt hat mal einer funktioniert. Meine Fresse. Okay. So, der Große, der... Nee, das ist aber ein Kleiner. Ich weiß halt nicht, was das jetzt für ein Item ist, was ich brauche. Das hier wohl nicht. Wenn das dann hier irgendwo am Grund ist. Ach du Scheiße. Boah, das ist doch gemein. Das ist echt fies. Weil das Terrain hier so unübersichtlich ist, dann kann man überhaupt nicht das einsammeln, was man braucht. Das ist doch bescheuert. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Das sagt auch das Questbuch nicht. Einfach nur The Remains. Ja, aber wie heißt das Item? Wie heißt das Item? Das sagt mir das Questbook nicht. Boah, jetzt kann ich hier echt noch eine Stunde lang rumkämpfen. Muss erstmal wieder irgendwie gucken. Boah, und dann greifen mich diese ganzen kleinen Knochen da immer an. Ich müsste nochmal so einen großen spawnen lassen und den dann irgendwie hier hinkriegen. Ja genau, komm mal her. Komm du mal her. So. So. Komm du noch mal her. So, jetzt. Wie mache ich dem so fast keinen Schaden ohne Spells? So, jetzt aber. Doch, das ist das. Was soll es denn sonst sein? Nee, das hier. Ah, Polluted Sludge. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Meine Fresse. Das ist aber auch so schlecht zu sehen, das Ding. Naja, das kann sein, dass das irgendwo im Wasser rumgelegen war. Alter. Also, das haben sie nicht ganz so glücklich gelöst. Wenn man hier von den ganzen anderen Mobs irgendwie ganze Zeit irgendwelche anderen Items einsammelt. Nur nicht das, was man halt braucht. So, nichts wie raus hier. Komm, wir kriegen das hin. Möglichst ohne zu sterben. So. Die Sonne lacht. Draußen. Okay, wir haben es geschafft, aber gerade so. Eieiei. Also fand ich ein bisschen blöd, weil man sammelt das hier ein, man sammelt irgendwie Bone Meal war noch da, Mashed Insects, hier diese Schleimbälle. Man sammelt zig Sachen ein und das da liegt dann irgendwo am Grund von diesem Wasser. Eieiei. Okay. Puh. Aber das ist dann halt auch eine Herausforderung. Und dann muss man halt mal einen Boss auch dreimal hintereinander töten, bevor man das hat, was man will. Aber also, ich meine, so richtig schwer waren sie ja nicht, die Gegner. Die haben halt nur Schaden immer gemacht, weil sie
weil mich dann 5 auf einmal angegriffen haben. Aber ansonsten ging das ja. Okay, und damit soll ich jetzt zum Anast, um dem zu beweisen, hey, der du bist, der kann gar nichts dafür. Da bin ich mal gespannt, ob es das dann schon war. Okay. Erstmal hier diesen ganzen Müll entfernen. Meine Fresse. So, jetzt aber. Also, der du bist sagt, euer Wasser ist einfach vergiftet. Piu, yeesh, kid. You smell worse than a garbage dump. Ja, Entschuldigung. What the heck happened to you? Where have you been? I don't want any of this sludge. I demand an explanation now. You went into the well cave and found what exactly? Well, don't I feel stupid. I honestly thought he'd started to poison my water himself. Didn't stop to use my God-given logic for a second. I guess the best thing to do would be to hire an exterminator to get rid of the bugs since you cleared out the slime thingy. Don't trouble yourself with going in there to clear them out for us. I think you've gone through enough for today. Oh ja, da sagst du was. Here's some cash for your trouble. Hey, it isn't much, but it's really all I can spare. Now do us all another favor. Use that cash to go get some perfume. Or at least take a dip in a waterfall. I'm grateful and all, but you stink to high heaven. Okay, 50.000 XP, das ist krass. Und also wir haben jetzt 58 schon wieder halb voll mit den zwei Quests. Und 640 Emeralds. Okay, na gut, dann hätten wir das Problem gelöst. Ja, war jetzt keine überwältigend spannende Story, aber also dieses Schleimloch da unten, das hatte auch, ja, es hatte schon so ein bisschen eine Herausforderung mit dabei. So. Aber Parfüm kriege ich hier nicht. Ein Eau de Toilette oder so. Eine Dusche habt ihr hier doch auch nicht. Naja gut. Das trocknet jetzt in der Sonne. Wo auch immer ich jetzt gerade war. Das fällt dann von alleine ab, sag ich mal. So. Okay, ja, das war jetzt gar nicht mal so eine lange Quest. Aber ist ja auch nicht schlimm. Und ich mache jetzt dann doch wieder eine Aufnahmepause. Bevor ich dann die nächste Quest anfange, weil ich weiß ja nicht, wie lange die dann geht. Manchmal dauern die dann ja doch ein bisschen länger und deswegen mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Also vielen Dank fürs Zusehen und tschüss und bis zum nächsten Mal, sagt der Loi.